Leute, heute habe ich einen Tipp für euch, der euch gerade in Richtung Endzone ordentlich den Hintern retten kann. Gerade in Ranked, wo man doch ein bisschen vorsichtiger spielt und in Endzonen vielleicht da einen Squad hat und da einen Squad hat. Du bist hier gar nicht so richtig sicher, welche gute Position könnte der Gegner haben. Muss er sein Highground verlassen, wenn die Zone sich schließt und so weiter und so fort. Wie muss ich rotieren? All mögliche Entscheidungen. Ich blende euch einfach mal das Gameplay ein. Das ist noch aus Season 16, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und hier ist folgende Situation. Wir sind am Zonenrand. Und wir befeiten links ein paar Gegner und oben bei den Bloodhound-Prüfungen hat ab und zu mal einer in unsere Richtung gesnipert. Nicht weiter wild, der hat uns kaum getroffen. Es geht aber vielmehr darum, egal wie viele Squads jetzt hier drumherum sind, wir wissen, da oben ist ein gegnerisches Squad. Ich möchte in dieser Situation wissen, sind die überhaupt in der Zone oder nicht? Müssen die rotieren? Können die ihren Highground für die nächste Zone behalten? Und inwieweit können die uns für die Zukunft gefährlich werden? In dem Moment pinge ich einfach die Position, sodass ich auch wirklich diesen Felsen gut treffe. Und dann gehe ich einfach auf die Minimap und ihr seht hier, ich blende hier einfach mal meinen allseits beliebten Pfeil ein und ihr seht hier meine Ping-Markierung. Und so seht ihr ganz deutlich hier der weiße Ring. Die Gegner sind noch in der Zone. Wir müssen also schauen, dass wir irgendwie hier lang rotieren und nicht irgendwie wild geradeaus, weil die ihre Position einfach behalten können. Und das kann euch in Ranked ordentlich den Arsch retten. Natürlich funktioniert das auch für Pubs, aber in Pubs ist man dann, glaube ich, nicht ganz so vorsichtig. Also wisst ihr Bescheid, wenn ihr irgendwann in die Situation kommt, wo ihr einen Squad bekämpft und ihr seid euch nicht sicher, müssen die sich jetzt überhaupt wegbewegen in den nächsten Sekunden, weil die Zone sich schließt, dann könnt ihr da einfach in die Nähe pingen und seht, auf der Minimap sind die im weißen Ring, ja oder nein.